Mein Großvater kannte Sibar. Er hat mich früher oft auf den Schuss genommen und mir Geschichten erzählt. Manche habe ich geglaubt, andere, da weiß ich nicht. Der erzählte mir alles über diesen einen Soldaten. Aber seine Beschreibung klang nicht nach einem Mann. Brieftasche, Schlüssel. Es war eher sowas wie ein Mythos. Eine Legende. Sie haben noch keine Schwerter aus irgendwelchen Steinen gezogen, oder? Vielleicht haben Sie ja was anderes vollbracht. Und zwar was viel Größeres. Wie geht's dir, Calvin? Du siehst ein bisschen müde aus. Was bedrückt dich? Es gibt ein paar Dinge, die ich hätte anders machen können. Ich spreche von Reue. Ich habe während des Krieges jemanden erschossen. Das habe ich nie gewollt. Selbst dann nicht, wenn er es verdient hat. Und das hatte er. Haben Sie von den Morden gehört, oben im Norden? Was hat das FBI damit zu tun? Unsere schlimmsten Befürchtungen über ein Grippevirus bei Menschen, bei Schweinen, bei Rindern bewahrheiten sich jetzt. Nur ist das noch schlimmer. Es geht um den Bigfoot. Sie wollen, dass ich ihn töte. Er ist der Überträger dieser mysteriösen Seuche. Das hört sich ja nicht so gut an. Wenn wir die Kreatur nicht kontrollieren können, wenn wir sie nicht töten können und sie entkommt, dann bedeutet das vielleicht das Ende der Welt, wie wir sie kennen. Sie sind der letzte Ausweg.